rennen. So. So, jetzt wird das auch schon das Dach drauf. Das wird ein... Ja, wie machen wir das Dach hier? Ich hatte ja ursprünglich vor, wir machen ein Grasdach auf die Häuser, damit es grün wird und dass man da quasi noch so eine Terrasse drauf bastelt. Hm, aber dafür haben wir, glaube ich, etwas wenig Dreck, oder? Ich würde sagen, wir machen das trotzdem. Dann holen wir uns halt Dreck zusammen mit Sand. Und ich sag bis gleich. So, da sind wir dann auch schon wieder. Ja, ich mache das jetzt wirklich wahr, dass wir hier quasi Dreck aufs Gras, aufs Dach pflanzen. Und mit dem Dreck halt Gras-Oasen. Das ist mal was Neues, das hat nicht jeder. Da kommt dann auch ein Zaun drum. So. Es war dann nicht ganz so stabil. Aber es ist, ich sag mal, es ist mal was ganz anderes. Das hatten wir noch nicht. Dass man mal ein Dach aus Naturprodukten macht. Und wir damit auch mal so ein bisschen hier unsere Landschaft beibehalten. Können wir dann auch Bäume draufstellen. So. Der ist jetzt erstmal runtergefallen, den holen wir uns dann später. Ja, ich sag, Dreck ist auch ein sehr beliebtes Baumittel, kann man sagen. Man unterschätzt ihn eigentlich immer. Man kann viel damit machen, zum Beispiel Gras drauf pflanzen. Man kann Dreck drauf pflanzen, man kann... So, machen wir den auch hell. Ja, hier kommen dann... Also sieht nicht schlecht... Sieht nicht mal schlecht aus so als Decke. Sieht aus wie so eine... Wie diese Styropor-Deckenplatten, die meine Eltern zum Beispiel verwenden. Oder meine Oma verwendet sie auch. Wieso ist die Ecke hier nicht? Ach so. Ja, ganz klar. Weil das ist ja nur die Stelle, wo das Gras hochwachsen soll. So, jetzt würde ich sagen, wir bauen jetzt erstmal das Inventar leer. So, hier die anderen Läden bekommen dann keine Rücksicht. Ich muss mal kurz rechnen. Werden dann für die Fenster und da drauf das Dach. Ja, perfekt. Es geht genauso auf, wie ich haben wollte. Ich es haben wollte. Ach nee, doch nicht. Hier kommt das Dach drauf. Ja, dann müssen wir die hier alle eine Reihe höher bauen. Jetzt habe ich hier Mist gebaut. Wir wollten auch noch Treppen setzen, genau. Bevor ich das vergesse, machen wir das auch gleich. Dafür hatte ich ja eigentlich auch den Dings da gebaut. So, dann hier kommt noch ein hin. Dann kommen hier Treppen vor. Hm. So, das wird quasi dann noch das Ziel der heutigen Folge sein, dass wir hier richtig alles schön machen. So, das sollte... Ah, ich mach lieber nochmal zwei. So. Eins, zwei, drei, passt. Eins, zwei, drei. Ah, und die vierte auch noch. Nee, damit. So. Damit ist das auch schon fast perfekt. So, hier hinten müssen jetzt noch Kisten hin, aber... Wie gesagt, Einrichtung, da kümmern wir uns dann später drum. Erstmal ist jetzt entscheidend, dass diese naturbelassenen Gebäude... Hä? Wieso habe ich... Ach ja, Na gut. So. Da kommt... Ist einfach jetzt bequemer. Andererseits auf der anderen Richtung, wenn wir es tiefer gebaut hätten,
hätten wir natürlich jetzt noch wieder ein Stack Dreck rausbekommen. Oh mein Gott. Und uns geht das Holz aus. Ja, wir dürfen heute wahrscheinlich noch ein-, zweimal Ressourcenfarmen gehen. So. Machen wir es erstmal so. So. Dann hier zwei hin. Da zwei hin. Habe ich irgendwie eine Rückwand vergessen? Na, dafür pule ich jetzt das Holz hier nicht mehr raus. Bauen wir jetzt einfach mal drüber. Bin ja nicht der Holzpopler hier. So. Oh. Ich sehe da gerade was, was mir nicht wirklich gefällt. Wahrscheinlich muss ich da so ein bisschen von meinen Bauplänen abweichen, weil da noch die Minecart-Strecke kommt. Naja. Ist das überhaupt richtig? Normalerweise... 3... 1, 2, 3... Ih, das ist immer noch eine Reihe zu flach. Ist das denn auf der... Das heißt, da kommt direkt drüber... Nee, das ist hier der Fehler. Nicht zu flach. Hier ist der Fehler. Und dann korrigieren wir ihn einfach mal schnell. So. Mal wieder was reinwerfen zu essen. So. Perfekt. Die Wand steht. Da kommt hier das Fenster rein. Hier jetzt dasselbe in grün. Ja, nur nicht ganz so lang natürlich. Oh mein Gott, soll nicht schade sein. Wir brauchen die Stellen hier ja eh. Ja, dass ich die jetzt weggemacht habe, das war höherer Blödsinn. Weil wir haben die Dinger hier ja einen höher gelegt als auf der anderen Seite. Da werden wir hinterher auch noch eine Brücke drüber bauen, dass man halt von einem Dach zum anderen laufen kann hier. Diese Verbindungsstücke werden wir aus Glas machen. 1, 2. Wir jetzt nämlich schön hier schon mal alles verbauen, dann haben wir zum einen wieder Platz im Inventar, zum anderen natürlich auch wir wissen, was wir noch brauchen. Ich glaube, Dreck haben wir sogar noch ein bisschen was im Lager, das könnten wir mal verwenden. Zäune brauchen wir auch noch, da sollen Zäune drumherum und andere Späße. Machen wir dann auch noch damit. Dennoch sieht das ja quasi dann 0815 aus. Es soll ja wirklich irgendwie ins Stadtbild passen, imposant aussehen. Und davon merkt ihr momentan noch nichts. Ich sehe auch schon, wie die fragenden Köpfe jetzt kommen. Wie will der mit Häusern, die nur aus Cobblestone, ein paar Blöcken Holz bestehen, was Imposantes machen? Wartet ab, ich habe einen Plan im Kopf und meistens kommt auch was Gescheites raus und ich werde jetzt einfach mal die Übergänge nicht hier aus Glas bauen, sondern da kommt einfach auch Dreck drauf. So, da kommen dann nochmal drei rein zu, die hängen dann so in der Luft. Müssen wir da mal gucken, wie das beleuchtungstechnisch ist. Nicht hier. Ach, jetzt mache ich das schon wieder weg.
Irgendwas in meinem Innern will mir sagen, dass ich dort gerne doch einen Eingang hätte. Ich habe jetzt übrigens gerade, ich habe mal geguckt, ich habe ja momentan schon über 100 Folgen jetzt alleine in diesem an diesem Wochenende aufgenommen. Oder vielmehr in dieser Woche. Wochenende wäre gelogen. Das ist, finde ich, schon ein ziemlicher Wahnsinn. Das macht mir auch gerade so... Ich bin gerade so richtig motiviert, hier weiterzubauen, weil diese Stadt, die hat was. Und deshalb freue ich mich auch, wenn ich euch dann nächstes Jahr im Februar diese Stadt dann zum Download gebe. Und ich hoffe, ihr werdet nicht, ihr werdet auch so ein bisschen mit dem nötigen Respekt da dran gehen. Ja, es gibt immer, ich sag mal, schwarze Schafe, die dann sagen, ja, guckt mal hier, das ist Iros Stadt. Die jag ich jetzt mit TNT in die Luft, hier für YouTube. Iro kann selbst gucken. Ich muss ganz ehrlich sagen, okay, es ist ein Spaß, ich kann ihn verstehen, aber so ein bisschen wehmütig wäre ich dann schon. Denn es sind schon viele Stunden, die wir jetzt gemeinsam hier dran sitzen. Oder wenn jetzt einer kommt, guckt euch mal an, das ist die Scheiße, die Iro gebaut hat und jetzt machen wir sie kaputt. Wäre ich natürlich schon traurig. Muss ich ehrlich zugeben, ich hänge an diesem Projekt. Und ich sag mal, wenn jetzt, ich sag mal, von heute auf morgen das Let's Play enden würde, ich würde hier weiterspielen. Auch ohne Kamera, ohne Aufnahme, ohne euch. Ich würde hier einfach bauen, leise und traurig vor mich hin. So leise auch nicht, weil der Regen ist ja laut genug. So im Vorbeigehen hier mal die Eier abschrappen. So, die legen wir dann auch einfach mal in die Kiste. In unsere Restekiste. So, also Cobblestone werden wir etwas überbehalten. So, das können wir hier reintun alles. Alles. Da gerade irgendwas irgendwie farbig? Oder bin ich hier drüber gekommen? Ja, wahrscheinlich bin ich da drüber gekommen. So, hier haben wir noch Dreck. Das reicht vorne und hinten nicht. Kies können wir auch mitnehmen. Da können wir etwas Dreck mitfarmen. Sand haben wir hier noch. Glas sieht, haben wir hier noch ein bisschen was. Sollten wir auf jeden Fall was in den Ofen packen. Haben wir hier oben noch Holz drin? Ein bisschen. So, dann holen wir jetzt uns noch zwei Schaufeln. Und... Ja, wir müssen ja eh hier rein wegen dem Sand. So. Und so. Gucken mal, hier sind keine Schaufeln. Hier sind noch Schaufeln. Nachher werden wir dann so richtig schön auch Tools machen für unsere Läden. Und die bleiben dann auch erstmal da drin liegen. Das heißt, wir werden dann erstmal trotzdem weiter unsere alten Stinketools verwenden, die wir uns hier machen in der Schmiede. Und nur so überschüssiges Zeug dort reinlegen. Einfach, damit der Laden dann nicht nach 5 Minuten schon wieder leer ist. Das wäre ja eigentlich auch schade. Der da drin scheint noch nicht gewachsen zu sein. Der auch noch nicht. Vielleicht ist der auch ein bisschen zu nah am Rand. Ich mache jetzt nur hier so eine kleine Runde. Mal so ein bisschen hier alles im Blick kriegen. So, die nehmen wir dann auch noch mit. Und hoffentlich haben wir jetzt genug. Und hoffentlich stört der Regen auch nicht so ganz. Ich bin alter Säufer. Während so einer Let's Play-Runde trinke ich gut und gerne 2 Liter Wasser nebenbei. Also ich nehme ja meistens so 3-4 Stunden am Stück auf. Und da, ja, da trinke ich schon ordentlich was. Auch immer zwischen den Folgen Schluck. Bei euch hört sich, ihr denkt ja wahrscheinlich immer, ich trinke nur während den Folgen. Und denkt dann wahrscheinlich, ja, kann der jetzt nicht die Flasche einfach zwischen den Folgen ansetzen? Habe ich auch. Ich habe immer eine unheimlich trockene Kehle und Mund. Und dann kann ich gar nicht mehr sprechen. So, dann gucken wir mal. Nee, das hier, das wird... Ja. Wollte ich doch jetzt ebnen.
So. So. Hier ebnen wir es dann auch. So, bis hier. So. Ja, hier vorne dann noch. So, dann können wir hier nochmal Fackeln dran fackeln. Damit das hier alles auch schön gleichmäßig hell bleibt. Und da können wir den Kies rein verteilen. So. Und ich habe schon wieder Überlänge. Ja, das sind wir ja inzwischen gewohnt. Für euch macht das nichts. Nein, dann werden halt aus 11 Stunden, nee, aus 13 Stunden, die ich noch aufnehmen muss, halt 20. Mein Gott, euch ist das doch egal. Ihr freut euch drüber. Aber mein Gott, ich unterbreche jetzt trotzdem.